Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Ranger Finsel über einem Jahr Helper Band Challenge. Im letzten Part haben wir endlich die Chroma-Ruinen betreten können und haben wir schon die ersten Erkundungen angestiftet. Wir mussten uns ja von Ebene zu Ebene irgendwie bewegen können. So, und jetzt haben wir gemerkt, wir brauchen hier noch einen Sandern, so wie ich das sehe. Sonst können wir uns hier nicht durchgraben. Und ich glaube, da müssen wir, glaube ich, noch ganz schön weit wieder zurück. Fürchte ich, aber gucke ich gleich nochmal. So, das haben wir zertrümmert. Alter, es hört nicht auf, ne? Der Part ist gerade mal eine halbe Minute alt. Und Zwillicht will sich schon wieder in mich rein teleportieren. Du weißt, dass das nicht funktioniert, mein Freund. Da bin ich ja in dir drin. Das geht doch nicht. Nein. Nein. Ich weiß doch gar nicht, ob Zwillicht mir entfliehen möchte oder ob es mir folgen möchte. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kann man ja nie sehen. Normalerweise sieht man es ja bei einem Pokémon, wenn da solche Schweißtropfen entgegenkommen. Oder entsprechend sogar ein Ausrufezeichen, dass sie gerade angreifen wollen. Und zumindest merkt man es immer am Ruf. Aber ganz ehrlich, da bei Zwillicht sieht man es nicht. Es macht einfach nur plupp und ist in mir drin. Und das soll jetzt zum Level abreichen, ne? Jawohl. Sehr schön. Auf unserem B-Rang war es. Wir sind schon auf Level 20. Auch sehr schön. Nehme ich gerne. Bam, 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 bam. Also wir waren jetzt nicht sonderlich schnell, wie ich fand im letzten Part. Also das hätte man schneller machen können. Guck mal, da war das Ausrufezeichen übrigens. Weg. So. Und ich denke mal trotzdem, wenn wir jetzt ein bisschen schneller werden, sollten wir Cyber heute auf jeden Fall erreichen. Nein, ich möchte keinen Schaden bekommen. So, Sandern, bring me down. Bitte. Von ihr steht ja mitten auf dem Loch quasi, buddelt sich dann durch und steht jetzt wieder in der Luft. Aber gut, habe ich nicht so ganz verstanden. So, plopp. Und jetzt gibt es hier mehrere Möglichkeiten, nach oben zu kommen. Und das war ein Kill, ja, kann das sein? Ja. Nicht. Ich wollte nicht in dich rein. Das ist jetzt immer natürlich die Schwierigkeit. Ich hätte natürlich jetzt eben nochmal schnell noch einen Sandern fangen können. Ein weiteres. Hätte ich mal dran gedacht. Aber nein, natürlich nicht. Aber ich fange mal ein zweites Drift-Zibli, was ich bestimmt auch gebrauchen kann. So, immerhin nur ein A-Rang, aber was soll's. So, noch habe ich Platz, ne? Dann kann ich Kehle nochmal schnell einfangen. Ah, gerade so. Noch so einen ganz kleinen Strich von Kehle mitgenommen. Ich fange dich jetzt auch ein. Oh. Schaffe ich das, das so ruhig zu halten? Ja. Wunderbar. Weil ich weiß, dass Killia sich lange teleportiert. Sehr schön. Dann kann ich direkt nämlich weitermachen. Perfekt. Ich muss mich ganz kurz konzentrieren, weil ja, ich kann mich gut erinnern. Killia macht das so lange. Warum auch immer. Killia Teleport. Teleportiert sich von Ort zu Ort und greift mit Hilfe mal Kugeln an. Das heißt, wir dürften mit Killer theoretisch auch hier rauskommen können. Aus diesem Dungeon. So, aber ich brauche es nicht, oder? Na komm, ich kann es morgen auch loswerden. Bam, 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 bam. Wo geht's jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, Mann. Das weiß ich doch auch nicht. Oh, wo wir gerade bei Sandern waren. Ich vermute mal, dass wir stark eins brauchen. Das heißt, wir werden also, ich vermute mal stark auch, dass wir nicht ins erste Loch springen müssen, sondern vermutlich in das zweite, was wir erstmal freigraben müssen. Ja, ging noch. Und dann sollten wir eigentlich irgendwie hinkommen. Da war auch ein Bolterus zu sehen. Das könnte man gebrauchen, diese Zertrümmererfelsen zu zertrümmern. Wobei ich mir natürlich auch Pupita holen könnte. Aber erstmal. Wobei, stimmt, ich habe doch Tauros. Komm, tschüss, Killia. Weg. Bam, 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 bam. Ich glaube, wir kommen nämlich auch. Also wir brauchen keinen Teleport hier. Ach, ich brauche jetzt auch geht's zertrümmern und nicht Tackle. Ich bin auch dumm. Vergesst, was ich gesagt habe, Leute. Tauros kann ich eh nicht gebrauchen. Na, was soll's. So, Sandern, bitte einmal bitte frei machen. So, dann sollte es eigentlich das richtige Loch sein. Bam, 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 und rein. So, oh. Das ist eine interessante Stelle hier. Man sieht hier schon ein paar Kristalle. Wir sind auf jeden Fall sehr tief gekommen. Und da bräuchte jetzt spätestens wieder Bolt raus. Runder Fels. Trotz seines Gewichts ist dieser Fels glatt und rund. Einmal angestoßen, rollt er weit. Funktioniert aber nicht. So, dann muss ich hier wohl wieder runter. Na gut. Zumindest haben wir hier die Stelle freigemacht. Ist wieder ein Drift-Zeppeli. Und was ist, wenn ich hier oben rechts hochgehe? Dann müsste ich ja eigentlich auf der anderen Seite der Felsen rauskommen, ne? Ich bin ja schlau, Leute. Ich bin ja richtig klug. Gar nicht mit mir gewohnt. Bam, bam, bam. Bam, 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 bam. Und hier kann ich wieder runtersteigen. Brauche ich jetzt Psykraft hier oben? Ja, ne? Oh. Was ist das denn? Der Gestank treibt einem ja die Tränen in die Augen. Okay.
Zugkraft 2, alles klar. Dafür brauche ich wahrscheinlich... Okay, Moment. Das machen wir mal kurz. Du hast doch Zugkraft, oder nicht? Hypno. Ja. So, du bleibst jetzt bei mir, weil ich brauche jetzt. Alles klar, dann kann ich das nächste Drift-Zipidi fangen. Und entsprechend wieder hoch. Das wird nichts, oder? Ja. Oh, das war gut, Leute. Das war richtig gut. Das wird ein S-Rank-Pick. Sehr schön. Oder S-Rank-Fang, besser gesagt. So. Komm schon. Sehr schön. So, dann lass mich jetzt hier weiter. Hol ich mir das nächste Drift-Zipili. Und dann kann ich mich jetzt auch mal von Tauros trennen, weil das werde ich nicht mehr gebrauchen können hier. Weil dafür brauche ich Beuterus. Ja, ich weiß. Eingefangen. Okay. So. Ja, eigentlich habe ich jetzt, glaube ich, alles, was ich brauche, ne? Ich muss so tau... Oh, ne, ich habe ja... Ah, das passt ja genau. Stimmt. Ich habe ja genug. Dann lass mich mal wieder hoch. Dann kann ich mal ganz kurz schon mal diese Psy-Wand, die müssen wir so öffnen. Hat schon einen Grund. Ich glaube, ich mache das einfach mal wirklich vorweg. Das passt schon. Und Traumato macht jetzt auf. So, bitteschön. Einmal richtiger Psy-Strahl. So, die müsste eigentlich schon längst durchlasert sein. So, und das ist weg. Lass uns mal gucken, was denn da hinter dieser Tür ist. Irgendwas wahrscheinlich mit dem ekligen Gestank. Und das ist Skunkabu. Das hat mich gerade hinausgepfeffert. Alter Schwede. Okay. Hallo. Verarscht. Komm her. Das kann man so nicht ahnen. Aber Skunkabu. Skunk-Tank meine ich natürlich. Steht natürlich bis zum Himmel. Und ich glaube, das hinterlässt weiterhin solche Wolken, ne? Ja. Na. Okay, so noch so eine Giftpfütze. Und immer noch trotzdem diese Dinger, ne? Nervig. Ja, ich weiß, mein Freund. So. So. Ich hab dich bald. Na komm, ein noch. Oder noch mehr. Na, geht doch. So. Meine Güte. War eine schwere Geburt tatsächlich. So, Skunk-Tank. Gestank, logischerweise. Es erzeugt beim Gehen giftiges Gas und spuckt eine giftige Flüssigkeit. Ja, Gestank. Eine unglaublich tolle, nützliche Fähigkeit. Wahnsinn. So, jetzt gehe ich hier mal durch. Dann sind wir jetzt auf der anderen Seite der Felsen. So, wieder trifft Zebeli. Und hier müsste ich jetzt ein Beuterus kommen. Hallo, verarscht. Komm her, mein Freund. Ich glaube, jetzt müsste wieder ein Pokémon loswerden. Kann das sein? Ich fürchte, ja. Ja, ich... Ah, das war dieses Eintäuschen wieder. Ja, was ich so gerne habe. So. Das ist wieder angetäuscht. I know. Schnell. Ach, schade, das reicht nicht. Wäre zu nice gewesen. Und tschüss. Jetzt muss ich, glaube ich, das freilassen, aber diese Zertrümmerfelsen kriechen so ständig zertrümmert. Ich sei denn, ich hätte die Puppe mitgenommen. Aber ich glaube, das passt noch. Jedenfalls haben wir so gut wie alles jetzt erkundet. Nee, es passt ja immer noch. Tatsache. So, Kilja. Und jetzt könnte ich hier theoretisch hoch. Nee, hier ist Pupita. Komm her. Jetzt kann ich daraus loswerden, Leute. Jetzt geht es. Jetzt geht es auch. Ja, mach ruhig. So. Oh, das wäre... Hätte noch geklappt, ja. Ja, hätte. Hätte nur einen Zug gesetzt. Na, natürlich, aber das konnte ich nicht haben. So schnell war ich nun auch nicht. Deswegen nur... Ah, da ist klar. Und wir haben schon wieder die Hälfte des Level-Ups wieder voll. Auch geil. Jetzt aber. Tschüss, Tauros. Tut mir leid. Aber ich brauche Platz. So, dann kann ich jetzt erstmal einen dieser Felsen zerstören. Dann kann ich hier zumindest durch. Bla, 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 bla. Wenn ich jetzt hier rechts mit dem Drift-Zipili hochfliege, was passiert dann? Das überlege ich gerade. Ich fange erstmal ein weiteres. Müsste auch irgendwann sein, ne? Oh, guck mal, das ist schon wieder aufgetaucht. Hier auch geil. So, du kommst mal her. Dich nehme ich mit. Jetzt ist ja spannend, dass hier so viele Drift-Zipili unten rumfliegen. Eigentlich macht das keinen Sinn hier in der Höhle. Aber wenn ihr meint, Jungs. Wenn ihr meint, dann bleibt halt hier. So, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles, was ich brauche, um jetzt zu Cyber zu kommen und eigentlich auch schon weiterzumachen. Das sollte gehen.
Gut. Und jetzt wollte ich nochmal kurz hier unten hochsteigen, damit ich weiß, wo ich dann bin. CPD Hochmut. Und das finde ich jetzt ganz nett. Oh, das ist noch eine andere. Das ist noch eine andere. Und hier ist Nachtara. Halleluja. Komm mal her. War ich hier schon mal? Ich überlege gerade, war ich hier jemals? Aber ich musste hier noch nie hochfliegen. Also wirklich, man musste nicht zwangsweise hoch. Ihr wusstet nicht, ob es euch so weit angreift. Wow. Ja, raste aus. Na, jawohl, okay. Sehr schön. Wunderbar. Alter Schwede. So, Nachtara zerschneiden 3. Es greift mit einer Finsteraura an. Ja, das zerschneidet auch bekanntlich. Das macht Finsteraura. Ist natürlich klar. Na gut, so. Kann ich hier jetzt durch die Tür durch? Nee, ich brauche Psykraft 3 dafür. Und das kann ja Nachtara nicht. Das kann ja zerschneiden 3. Na gut, das war auf jeden Fall die falsche Tür. Aber gut, dann. Oder das falsche Loch. Ne, hier, von hier kam ich ja, ne? Ich muss ja erstmal hier durch. Und jetzt einmal hier lang. So. Ich brauche jetzt kein weiteres Zivili. Ich muss jetzt einmal hier hoch. So, und jetzt einmal ganz kurz hier. Och, komm schon. So. Wegen dieser Scheißwand kann ich da nicht da durch. Auch gut. Bam. Rolle, 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 Rolle. Und weg, ne? Ein runder Fels wurde unter enormer Kraftanstrengung verschoben. Und ist despawned. Warum auch immer. Aber gut. So, hier noch trifft Zipili auch schön. Und sollten jetzt hier weiterkommen können. Und da ist Saiwa, der schon auf uns wartet. Sehr schön. Endlich schaffen wir mal was, Leute. Psst, seid leise. Ich erkläre später. Toll, dass ihr sicher hier angekommen seid. Ihr habt nur circa 3 Stunden gebraucht. Gut gemacht, ihr beiden. Soweit, so gut. Ich bin Saiwa. Schön, euch kennenzulernen. Das hier ist mein Luxtra. Es ist ein verlässlichster Partner. Genau so macht es. Ne? Luxtra macht bekanntlich immer... Wer hat sich die Texte ausgedacht? Aber gut. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich brauche eure Hilfe. Psst. Hört ihr diese Stimmen? Ich möchte verstehen, worüber sie reden. Aber für meinen Geschmack treiben sie hier einfach zu viele von diesen Nachtschattenschergen herum. Dann schauen wir mal ganz kurz nach. Oha. Eine ganze Menge, die hier an diesen Kristallen arbeiten. Sie haben uns gesagt, dass wir so viele Dunkelstücke wie möglich ausgraben sollen. Aber so langsam sind keine mehr da. Gibt nur noch die helleren hier. Durch die kann man direkt durchsehen. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Aber behalte die Helden trotzdem. Kann man immer noch als Schmuck daraus machen und irgendwelche Trottel verkaufen. Wie sollen wir sonst von unserem mickrigen Gehalt leben? Okay. Habt ihr das gehört? Diese Nachtschattenschurken sammeln seltene Steine für ihr Taschengeld. Dunkelstücke haben sie gesagt, richtig? Es müssen die Schwarzsteine in den Kongiga-Maschinen sein. Klingt, als würden sie nur die dunklen Dunkelstücke für die Kongigas nehmen. Nicht die hellen Dunkelstücke, weil die sind ja hell. Und sie scheinen schon alle nützlichen Dunkelstücke gefunden zu haben. Ich finde übrigens das Wort scheiße. Dunkelstücke. Aber gut. Nichts mehr übrig, außer den Nutzlosen mit der helleren Farbe. Also, was machen wir? Vorschläge, wie wir die beiden aus den Ruinen jagen können? Sollen wir uns zu dritt auf sie stürzen? Warte mal. In diesen Ruinen gibt es ein Pokémon, das einen überwältigenden Gestank erzeugt. Ja, das haben wir vielleicht schon. Ihr versteht, was ich meine? Haben wir. Ist da. So. Sehr schön. Ihr habt den Skunktank mitgebracht? Den Pokémon habt ihr mitgebracht, ist egal. Ihr habt den Skunktank mitgebracht, das ist gut, gut gemacht. Gut gemacht, wie ein Schritt in die richtige Richtung. Ihr wisst, wo ihr die Arealfähigkeit einsetzen müsst, richtig? Also dann Leute, Showtime! Und haltet euch bloß die Nase zu. Ja, das werden wir wohl tun. So, dann muss ich mal gucken, ob ich jetzt... Ja, wahrscheinlich muss ich hier... Ja, mitten rein. Perfekt, so muss das sein, Leute, damit mich alle auch sehen können. Sehr schön. Was seid ihr denn? Seid ihr auch auf der Suche nach Kleingeld? Eindeutig, Leute, ist klar. Was glaubt ihr, was ihr hier tut? Was ist euer Problem? Hier läuft absolut nichts Illegales. Wir sind sozusagen die Netten vom Nachtschatten. Tut einfach so, als wären wir gar nicht da. Ja, ist klar. Man weiß auch nicht, dass wir Ranger sind. Das ist auch logischerweise klar. Fähigkeit gestern verwenden, aber sowas von. Und wir hauen jetzt ganz schnell ab. Hallöchen. Buh. Das ist ja widerlich. Und wie wieder einfach steht und... Guck mal, wie Bolo rennt, das ist auch geil. Ich stimme zu, ich muss lesen. Ah, es brennt so in den Augen. Seht mich nicht an. Warum? Okay, sehr schön. Danke, bis bald. Und wir sind einfach stehen geblieben bis dahin. Wo ist Bolo hin? Der ist mitgelaufen wahrscheinlich, ne? Wo ist er hin? Haha, hätte nicht besser klappen können.
Lass die Nase geschlossen. Na. Ah. Hättest du echt früher sagen können. Alles klar. Dann wird das schon mal geklärt. Die Nachtschattenschergen sind weg. Und wir haben soweit erstmal alles durchkämpft, würde ich sagen. Ja, dann schmeißen wir uns doch einfach mal zusammen in dieses Loch rein. Jetzt sind wir auch zu dritt hier in der Truppe. Und müssen uns mal gucken. Oh, das sieht irgendwie so ein bisschen final aus, ne? Wenn ich mir das mal so angucke. Dann gehen wir jetzt mal zusammen nach oben. Mal schauen, was da so ist. Oh, ein Krippuck. Hallöchen. Auch schön. Ist das denn nicht dein Krippuck? Bewacht es irgendwas Wertvolles? Wer weiß. Es wird uns aber mit Sicherheit nicht einfach so dafür vorbeilassen. Das Krippuck wird knifflig werden. Seid ihr bereit? Das heißt ihr. Wahrscheinlich muss ich es ja fangen. Ist ja klar. Na dann, auf geht's. Ja, ich schmeiße ihn mitten rein. Perfekt. Gut, Leute. Krippuck. Eins meiner Lieblings-Pokémon. Und das als Boss zum Ende des Parts. Und ihr seht schon, es kann sich nur zwischen diesen Spirit-Kernen bewegen. Kann es praktisch sein oder auch nicht. Also dann, Leute. Krippuck wild greift an. So, ich muss aufpassen, weil ich darf auf keinen Fall diese Spirit-Kerne berühren, weil ich fürchte, dann kriege ich Schaden. Super. Ja, das macht Schaden, wenn ich das mache. Na, ja, bleibt da. Ja, ich muss mir ganz kurz mal aufladen. Ja, das war gut. So, wo bist du da? Oh, das war ein Elektro-Dings. Okay, hat keinen Schaden gemacht. Oh, das hat Schaden gemacht. Täusch ruhig an. Und mach nochmal. Wo bist du jetzt? Da. Das ist kein Problem. Moment. Ach, Stormchomp. Scheiße. Oh, fick dich. Ich wollte da einfach nur mal rumkreisen. Das funktioniert nicht. Wow, okay. Ah, so, guck mal, das macht doch Schaden. Okay, man muss es nur von der richtigen Seite erwischen. Ich habe doch gewusst, dass ich richtig lag irgendwie. Na, ich werde es jetzt einfach nur einfangen. Oh, das hasse ich. Ich hasse dieses Zielführende. Das hat wehgetan. Oh, jetzt wird es langsam sogar eng. Oh, ich muss hier aufpassen. Jetzt muss ich echt mal langsam aufpassen. Ich war noch nie so nah am Tode. Ein bisschen. Oh, natürlich. Super. Zwei Stück. So, Hauptsache, ich kann es irgendwie halten. So. Weg. Sehr gut. Ich muss mich jetzt immer auf den Fang konzentrieren, Leute. Es tut mir leid. Ja, schieß ruhig. Dann mach ruhig mal. Oh, komm schon. Jawohl. Das war gut. So, das ist nicht so schön hier oben. So, jetzt habe ich kurz freie Bahn. Sehr gut, das sieht gut aus. Ja, und? Komm schon. Ja, einer noch. Puh, das war ordentlich schade, was wir gekriegt haben. Ich glaube, wir waren noch nicht bei vollem KP reingegangen, oder? Gefährlich, gefährlich. Krippuck ohne Fähigkeit. Es teleportiert sich von Fels zu Fels und setzt verschiedene Angriffe ein. Ja, gefährlich. Und alter Schwede. Trotzdem ein A-Rang. Was zum Level abreicht. Und damit sind wir Level 21. Huiuiui. Aber ich glaube, Krippuck werden wir so schnell nicht nochmal fangen, ne? Aber was soll's. Und tschüss. Die Luft hier ist irgendwie kühler. Fühlt sich an, als wäre da hinten etwas. Das mag sein. Schauen wir nochmal nach, was hier ist. Bam, 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 bam. Ich glaube, wir finden gleich so eine Statue. Ja, da ist eine Statue, Leute. Die können wir ganz kurz mal antippen. Stahlstatue, zerschneiden 5. Eine aus Stahl gefertigte Statue. Eine seltsame Kraft geht von ihr aus. Ja. Die hat natürlich eine bestimmte Form, wo man schon denken kann, was das sein könnte. Man kann sich auch denken, dass es noch zwei weitere gibt von diesen Statuen. Und die dementsprechend anders irgendwie zerstört werden können. Oder aktiviert werden können, wie auch immer. Oh. Was ist hier los? Wir haben keine Karte mehr. Und oh, was haben wir hier Schönes? Das sieht interessant aus. Wir kommen zu spät. Ich bin diesem Ding schon elendlang auf der Spur gewesen. Sieht aus, als wäre jemand zu gekommen und hätte es einfach weggeschnappt. Seht ihr das Loch dort? Die Größe nach zu urteilen, müssen sie da etwas ziemlich Großes rausgebrochen haben. Ein riesiges Dunkelstück, schätze ich. Den Schattenkristall. Ich vermute, er ist wesentlich größer als die Stücke, nach denen diese Dumpfnasen gesucht haben. Schlimmer noch, ich denke, seine Farbe ist tief schwarz, ohne einen Funken Licht. Ich fürchte, der Schattenkristall ist im Moment für uns verloren. Nicht einmal das Krippuck, das uns begegnet ist, konnte den Schattenkristall bewahren. Ich glaube nicht, dass es so war.
würde sagen, am wahrscheinlichsten wurde der Schattenkristall von einem Darkrai bewacht. Darkrai. Wie auch immer er auf diese ganzen Sachen kommt. Ein Pokémon, das die Dunkelheit bevorzugt. Das ist Darkrai. Ergibt aber auch nicht mehr Sinn. Warum konnte das Darkrai den Schattenkristall nicht beschützen? Ein Darkrai ist ein heftiger Brocken. Wie konnte es das zulassen? Was werden Sie jetzt mit dem Schattenkristall anfangen? Hast du irgendeine Vorstellung, was die Größe dieses Loches hier bedeutet? Stell dir vor, ein Kristall dieser Größe wird in kleinere zerlegt. Was glaubst du, wie viele Kongigas und Kombinis sie damit herstellen können? Allein die Vorstellung macht mich krank. Die Nachtschattens Anführer lacht sicher gerade aus vollem Hals. Er muss richtig glücklich sein, diesen riesigen Schattenkristall in den Händen zu haben. Glaubst du, Tolero ist dieser Anführer? Könnte sein. Vielleicht aber auch nicht. Tja, das wissen wir noch nicht, Leute. Vielleicht können wir das ja bald herausfinden. Aber nicht mal heute, denn das war's für heute. Im nächsten Part geht's dann weiter und wir schauen mal, wo dieser komische Schattenkristall geblieben ist. Vielleicht können wir ja irgendwas herausfinden, zumindest im nächsten Part, und dann auch hier aus den Chroma-Ruinen entfliehen. Ich würde sagen, das war's für heute. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dann und auf Wiedersehen.